Warum überrascht mich das nicht, Wilsberg? Rücksichtslos, menschenverachtend. Anders kann man ihr Verhalten nicht bezeichnen. Kann ich jetzt gehen? Sie müssen erst noch ein Formular unterschreiben. Da kommt ja einiges zusammen, wenn ich das richtig sehe. Mit 80 Sachen durch eine verkehrsberuhigte Zone zu heizen. Direkt vor einer Grundschule. Das war um 3. Ja, na und? Die haben auch Nachmittagsunterricht. Für so einen ist doch ein Monat Führerscheinentzug viel zu mild. Das war um 3 Uhr nachts, als der Herr Wilsberg da geblitzt wurde. Ja, glauben Sie denn, dass er sonst anders fährt? Und die Ampel, die in derselben Nacht umgefahren worden ist, die geht auch auf Ihr Konto, Wilsberg. Ach ja, die Ampel. Hatte ich ja total vergessen. Ja, sehen Sie? Haben Sie mal einen Alkotest bei dem veranlasst? Nee. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Aber wir haben gestern 2 junge Männer festgenommen. Die haben das längst gestanden. Also, das mit der Ampel. Ja, na und? Wahrscheinlich war er da beteiligt. Bei diesen hirnlosen Idioten, die irgendwelche Autorennen veranstalten. Haben Sie das mal überprüft? Sie können sich Ihren Führerschein dann in einem Monat wieder abholen. Aber nur, wenn Sie sich bis dahin nicht zu Schulden kommen lassen. Sonst ist er ganz weg. Schönen Tag noch. Lea? Ja? Lea Sonnenborn, Graz-Gymnasium, Abi 77. Ja? Georg, Wilsberg, erkennst du mich nicht? Unser Sommer vor dem Abi. Bist du das? Ja. Ich dachte, du seist total vor die Hunde gegangen. Wie bitte? Total fertig, am Ende. Arbeitslos, obdachlos, ein menschliches Wrack, sowas. Hab ich irgendwo gehört. Ah ja. Was machst du hier? Ich habe meinen Führerschein abgegeben. Alkohol? Nein, kein Alkohol, zu schnell gefahren. Du bist nicht arbeitslos? Na, so ähnlich. Ich bin Antiquar. Klingt ja spannend. Und Privatdetektiv, zweites Standbein. Und du, wolltest du nicht immer nach Indien, dein inneres Selbst finden? Ich war leider nie in Indien. Und dein inneres Selbst? Immer noch auf der Suche. Mann, ich bin doch gleich da, verdammt. Trink halt einen Kaffee so lang. Verdammt noch mal. Mann. Sehen Sie nicht, dass ich hier gerade einparken wollte? Piss dich endlich mit deiner Dreckskarre! Ja. Ja, okay, ich bring die Akten gleich mit rein. Ich bin in 3 Minuten da. Entschuldigung. Hau ab, du Schlampe, sonst mache ich dich fertig. Ich habe einen wichtigen Termin jetzt. Na, wie schön für Sie. Trotzdem wäre es sehr nett, wenn ich jetzt einparken könnte. Kann ich helfen? Ja, mir nicht, aber dem Typen vielleicht. Hey, sieh zu, dass du Land gewinnst und fass meinen Wagen nicht an. Können Sie jetzt bitte weiterfahren? Kann nicht wahr sein. Eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mann! Ticken doch nicht alle richtig heute hier. Was willst du denn da werden? Ich will eine Vermisstenanzeige aufgeben. Mein Sohn ist verschwunden seit 2 Tagen. Er ist 18, ich weiß, es kommt vor. Du musst dir Sorgen. Marc hatte wohl ab und zu mal mit Drogen zu tun. Eigentlich dachte ich, das sei harmlos. Wir hatten doch alle mal solche Phasen. Du hast doch selbst damals in Holland das ganze Zeug besorgt. Ich habe nie was besorgt. Ja, ja, sicher. Naja, manchmal. Jedenfalls waren wir immer alle ganz schön breit. Ja. Ich kann dir helfen, deinen Sohn zu suchen. Super. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, wie ich die Unterlagen vergessen konnte. Kein Problem. Ach, Sie haben sich ja noch gar nicht kennengelernt. Das ist unser Mandant, Herr Klinker. Doch, doch, ich hatte schon das Vergnügen. Man sieht sich. Herr Klinker? Du bist sicher, dass du das für mich machen willst? Habe ich doch gesagt. Euer Verhältnis ist nicht so gut, oder?
Wer weiß schon, wie die Beziehung zum eigenen Kind wirklich ist. An einem Tag denkst du so, am anderen so. Hast du Kinder? Ich wäre eine Katastrophe für Kinder. Das denke ich manchmal von mir auch. Ja. Er sieht doch ganz nett aus. Ich habe die Freunde aufgeschrieben, die wissen könnten, wo er steckt. Danke, Georg. Herr Dahlketter, kann ich Sie mal kurz sprechen? Wenn du noch Fragen hast bezüglich der Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, komm vorbei. Herr Dahlketter, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche zuerst? Mich interessieren nur gute Nachrichten. Ganz der positive Mensch, als den wir Sie hier schätzen gelernt haben. Also die gute. Sie können sich heute Nachmittag frei nehmen. Okay. Und? Und Sie sollten die Zeit nutzen, um sich auf 2 Tage Berufsinformation an einer Schule vorzubereiten. Ihr Kollege Schneider hat sich krank gemeldet. Ich vermute, der hat Stress wegen der 2 Tage. Und die schlechte? Das war's. Sie haben genau 2 Tage, um unmotivierte Schüler für die Arbeit im Finanzamt zu begeistern. Kein Problem. Sie werden sich vor Bewerbung kaum retten können. Weiß einer von euch, wo Marc Sonnenborn ist? Vielleicht stellen Sie sich erst mal vor. Ich bin der Dealer, von dem er seinen Stoff bezieht. Er hat die letzte Lieferung nicht bezahlt. Und meine russischen Kollegen verstehen absolut keinen Spaß. War nur ein Scherz. Also, weiß einer von euch, wo ich ihn finde? Leute, es gibt Menschen, die sich seinetwegen Sorgen machen. Er ist seit 2 Tagen verschwunden und die haben mich beauftragt, ihn zu finden. Also. Warum Sie? Gute Frage. Nächste Frage. Gibt's hier eine Mina, ein Tobias Höcker, ein Ludger? Gut. Falls einer von euch noch Guthaben auf seinem Handy hat. Entschuldigung. Was machen Sie hier? Ich bin auf der Suche nach Marc Sonnenborn. Warum hat er was ausgefressen? Ausgefressen, ja. Er ist seit 2 Tagen verschwunden. Ja, der ist oft nicht da. Und kümmert sich niemand drum, wenn Schüler hier nicht auftauchen? Was sollen wir denn tun? Sollen wir jeden Schüler einzeln zum Unterricht bitten? Herr Schulzendorf? Was? Für die Jüngeren gibt es die Schulpflicht. Da fragen wir auch mal nach oder schicken jemand vorbei. Die Herrschaften von der Oberstufe, die können ihr Leben selbst bestimmen. Und was ist mit Marc? Marc ist sicherlich ein begabter Junge, aber sozial im Moment in einer schwierigen Phase. Marc ist phasenweise aggressiv und immer wieder völlig abgelenkt von den Lerninhalten. Aber er hat Potenzial. Sagen wir mal so, die meisten Lehrer wundern sich, warum Marc nicht schon längst der Schule verwiesen wurde. Aber unser Direktor hier ist der Meinung, dass man den jungen Menschen die Zukunft nicht durch zu viel Härte verbauen darf. Ist das richtig? Was sind denn das für Gründe, weswegen Marc der Schule verwiesen werden sollte? Jetzt überlasse ich das Feld dem Reformpädagogen. Es gab eine gewisse Gewaltbereitschaft bei Marc. Und durch sein respektloses Verhalten provoziert er manchmal die Kollegen. Aber Schwerwiegendes konnte man ihm noch nie nachweisen. Und ich meine, Verleumdung kann man ja nicht Tor und Tür öffnen. Wo kommen wir denn da hin? Letztendlich sind uns durch diese Verordnung die Hände gebunden. Ach, Herr Schulzendorf. Sie vertreten nicht ganz die Linie Ihres Direktors, oder? Linie? Welche Linie? Naja, der schien mir doch ganz verständnisvoll. Er ist nicht verständnisvoll, er ist feige. Das versteckt er hinter seinem sozialpädagogischen Gequatsche. Die Schüler haben nicht so viel Respekt vor uns Lehrern. Und wenn wir einmal eine Strafe aussprechen, dann kommt die Postwende über Anwalt zu uns zurück. Die Schüler heutzutage sind verzogen und unsozial. Wow. Ja, das ist die Realität. Und an der dürfen wir uns täglich erfreuen. Ich würde den anzeigen. Knallhart. Das ist ein Mandant von uns, Ecki. Ja, super, hast du gleich seine Adresse. 10.000 auf dein Konto, sonst ist Schluss mit lustig.
Und 10 für Georg, damit er sich mal anständigen Kaffee leisten kann. Ich arbeite nicht mit den Methoden vom Finanzamt. Vielleicht solltest du morgen mitkommen, wenn ich den Schülern der Goetheschule die moralischen Basics der Arbeit im Finanzamt beibringe. Du machst Berufsberatung? Klar. Aber nicht in den Klamotten. Wieso? So ein Problem damit? Nee, aber du kriegst welche, jede Wette. Ach, ich muss mich nicht verkleiden, um mir Respekt bei denen zu verschaffen. Ich höre deren Musik, spreche deren Sprache. Ich bin voll drin in der Jugendkultur. Ich kriege erstmal direkt los. Perfekt. Hey! Na? Alles super? Und? Fühlst dich gut, ja? Alter, was willst du, Mann? Wie fühlt man sich so als Bitch? Lass uns gehen. Wieso denn? Tobias will doch allen zeigen, dass er mit dir zusammen ist, oder nicht? Darum geht's doch. Du willst Marc verletzen und eins auswischen, du Vogel. Das kriegt er schon ganz gut alleine. Du hast den hängen lassen, Mann. Halt die Fresse. Ich geb dir gleich auf die Fresse. Du hast doch keine Ahnung von Marc. Ach so, die Oberstufenschlampe will jetzt was erzählen, ja, oder was? Wenn du noch einmal irgendeinen Mist über mich ins Netz stellst, dann bleibt es nicht bei kurzen Schmerzen, verstanden? Ich mach euch fertig. Hat Marc auch schon versucht. Hat nicht geklappt. Lass es lieber. Komm, hat eh keinen Sinn. Meinst du, Marc hat sich was angetan? Ach Quatsch, der ist überhaupt nicht der Typ dafür. Du wirst schon sehen, er kommt nachher zum Rennen. Aber er hat uns gesehen. Na und? Wenn überhaupt, dann wird er wohl mir was antun, oder? Ich will nicht, dass du nach Mecklenburg fährst. Hey, ich hab das Zeug schon bezahlt, das hole ich jetzt auch ab, okay? Danach ist meinetwegen Schluss damit. Dann kannst du den Abend alleine verbringen. Ich komme da nicht mit hin. Und bei diesem Rennen solltest du auch nicht mitmachen. Glücker Schmitz, der Freund von Marc. Was geht dich das an? Ich suche jemanden, der mir mitteilen kann, wo Marc sich aufhält. Ich bin wie seine Mutter. Ich weiß, sie hat mich aber beauftragt. Ja, auch nicht sein Kindermädchen. Aber vielleicht ein guter Freund. Verpiss dich. Sie waren noch vorhin im Oberstufenraum. Wissen Sie, wo Marc ist? Nein, aber ich war mal mit ihm zusammen. Ach, dann sind Sie Mina Seeberg. Ja. Hier steht, dass Sie noch mit ihm zusammen sind. Seit 4 Wochen nicht mehr. Steht da noch was? Dass Sie oft mit ihm zusammen im Restaurant Malersaal waren. Meine Mutter führt den Laden. Marc hat mich vor 2 Tagen mit Tobias gesehen. Ja und? Im Bett. Verstehe. Er hat so seltsam geschaut. Echt unheimlich. Und dann ist er einfach verschwunden. Ich habe ihm x-mal auf die Mailbox gesprochen, aber er meldet sich nicht. Der junge Mann, der vorhin das große Wort geführt hat, das war Tobias, ihr Neuer. Der ist in Ordnung, wirklich. Und Tobias war bis vor kurzem Marks bester Freund. In letzter Zeit war Marc nur noch mit Ludger unterwegs. Aha. In Mecklenburg. Wegen Drogen? Port de Bras. Und Rollweh? Schön gerade nicht wackeln. Sehr gut. Jana, übernimmst du bitte. Entschuldigung. Hast du was rausgefunden? Ich brauche noch ein paar Informationen über deinen Sohn. Ja? In der Schule reagieren sie extrem abweisend, wenn man nach ihm fragt. Seine Kumpel drohen einem fast Prügel an, wenn man seinen Namen erwähnt. Und so richtige Freunde hat er anscheinend auch nicht. Was ist mit Mina? Seit 4 Wochen vorbei. Ich weiß, dass ich schuld bin. Das habe ich ihm immer wieder gesagt. Wenn ich mich nicht von seinem Vater getrennt hätte, wären wir immer noch eine glückliche Familie. Das hat Marc mir am Anfang immer wieder vorgeworfen. Dann hat sein Vater sich umgebracht. Und seitdem hat Marc gar nichts mehr gesagt. Dann habe ich die Drogen bei ihm gefunden. Wir haben früher alle gekifft, hast du selber gesagt. Ja, aber bei Marc waren das nicht die Mengen, die man selber raucht. Er hat damit gedealt, das hat er natürlich nicht zugegeben, als ich ihn gefragt habe. Und dann?
Ich habe immer gesagt, er soll reden. Er soll die Wahrheit sagen. Er soll mich nicht anlügen, wie sein verdammter Vater das immer getan hat. Und dann... Dann hat er mir ins Gesicht geschlagen. Dann hat er plötzlich geschrien, ich soll was tun, ich soll irgendwas machen. Was hast du getan? Ich habe ihm gesagt, dass ich weiß, dass ich schuld bin. Und dann ist er abgehauen? Mhm. Kennst du Leute in Mecklenbeck, zu denen Mark Kontakt hatte? Ja. Steht hier. Gibt's das auch in deiner Größe? Was wird denn das? Hast du da eine Midlife-Krise und versuchst, ein bisschen jugendlicher rüberzukommen? Wieso? Ich kann das doch tragen. Anscheinend habt ihr beide heute nichts zu tun. Könnte ich... Nein. Wieso denn nicht? Mach mal lang selber. Ich muss in die Schule, muss mich beim Direktor vorstellen. Ich denke, du hast einen Abschluss. Aha, sehr witzig. Hat mein Chef mir aufs Auge gedrückt. Ich soll so eine Art Berufsberatung machen. Den Kids die Faszination fürs Finanzamt vermitteln. Und wer könnte das besser als du? Genau dasselbe habe ich auch gesagt. Naja. Wenn das die Bildungsoffensive ist, gute Nacht, Deutschland. Wieso nimmst du einfach den Wagen, ohne zu fragen? Mensch, ich bin doch nur zum Tanken weg. Hatte ich doch versprochen letztes Mal. Ach, Georg, ich habe in 15 Minuten das Vorgespräch mit dem Schuldirektor. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn ich da zu spät komme? Das schaffst du locker. Mein Fahrrad steht vorm Laden. Oh, danke. Außerdem liegt mein Handy im Wagen. Mit Jackie, damit sprechen wir gerade. Ich pass gut drauf auf, versprochen. Ich muss noch kurz nach Mecklenbeck und schon bin ich wieder da. Willst du mich verarschen oder was? Sag mal. Reißt sie schon in die Hose? Na, leck mich, Mann. Ich lieg bei den Wetten vorne. Glaub ich nicht. Ja, hat er recht. Aber Marc hat noch nicht gewettet. Ja, und der sitzt nicht auf Verlierer. Ja, eben. Na, jetzt macht euch mal locker. Wo ist Marc überhaupt? Keine Ahnung. Der sollte lieber mal seinen beschissenen Arsch hierher bewegen. Der schuldet mir noch 500. Ludger, du musst doch wissen, wo der ist. Der hat sich seit 2 Tagen nicht gemeldet. Vielleicht weiß Tobias ja was. Woher soll ich was wissen? Ja, du hast doch allen Grund dazu, den wegzuschaffen, oder nicht? Hast du sie noch alle, oder wie? Ey, jetzt hör doch mal auf mit dem Kinderkram. Hier geht's ums Geschäft. Wenn Sie sich beeilen, Oberbeck, dann können Sie ausnahmsweise mal was richtig machen. Hilsberg, sind Sie das? Hier ist absolute Gefahr im Verzug. Also bewegen Sie Ihren überbezahlten Beamten hinter mir her. Sie sollten ganz zackig Ihren Ton ändern, Hilsberg. Sonst gibt es nachhaltig Probleme. Oder glauben Sie, dass wir springen, sobald Sie anrufen? Apropos springen. Wenn ich Ihrer Chefin berichte, dass Sie wieder was versemmeln... Ja, ja, schon klar. Vielleicht verraten Sie uns diesmal, was Sie vorhaben. Ich habe überhaupt nichts vor. Aber hier am alten Flughafen, da sind ein paar Leute, die was vorhaben. Fakten, Wilsberg, Fakten! Was geht es mich an, wenn irgendwo ein paar Leute was vorhaben? Die starten hier gerade ein illegales Autorennen. Ah!
sie Leute noch nicht mögen, die zu schnell fahren da. Wenn ich sie dabei erwische, Wilsberg, sind sie dran. Diese Autorennen sind illegal, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Oder war das jetzt eine Selbstanzeige? Wenn Sie ohne Führerschein fahren, bedeutet das Knast. Wilsberg? Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Hier liegt eine Leiche, Overbeck. Jetzt kommen Sie endlich, darum sollen Sie sich kümmern. Du hättest dir wirklich ein anderes Hobby suchen sollen. Dann hättet ihr nur halb so viel Freude an der Arbeit und nur halb so viel Erfolg. Vielleicht sollten wir ihm eine Therapie schenken, um ihn von seinen Wahnvorstellungen zu befreien. Kümmern Sie sich um die Unfallstelle, Overbeck. Oh, ist ja schon gut. Oh. Ja, und? Wo denn nun? Da oben. Wo? Da oben habe ich ihn gefunden, erschossen. Die Leiche, die du uns angekündigt hast? Ja. Mhm. Und du bist sicher? Ich meine, du bist sicher, dass der Kerl tot war? Ach, Anna. Wo ist sie denn nun, die Leiche? Na, woher soll ich das wissen? Ich wurde da oben niedergeschlagen. Schon vergessen? Vielleicht hat der, der mich niedergeschlagen hat, auch die Leiche versteckt. Was wolltest du denn dort oben? Ich bin auf der Suche nach einem Schüler, der seit 2 Tagen verschwunden ist. Marc Sonnenborn. Und da oben habe ich ihn gefunden. Tot. Mittwoch, 18.20 Uhr Ortszeit, Mecklenbeck. Der Fahrer des Wagens ist flüchtig. Komplette Zerstörung des Wageninnenraums durch Feuereinwirkung. Ansonsten keine weiteren Spuren von mir zu sehen. Overbeck, gehen Sie rauf zu den Kollegen. Wilsberg hat die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Die Leiche ist allerdings verschwunden. Ihr Wilsberg geht mir richtig auf die Nerven. Erst versagt er hier. Da müssen wir unterlassene Hilfeleistung überprüfen. Und dann erfindet er Leiche nur, um sich selbst zu entlasten. Wir können uns doch nicht permanent von so einem Hobbyschnüffler unsere Arbeit vorgeben lassen. Ist das die Leiche, die du gesehen hast? Ich weiß nicht. Ist ja nicht mehr so gut zu erkennen. Na super. Jetzt müssen wir auch noch überprüfen, ob Sie daran schuld sind, dass Ihr Beweise vernichtet wurden. Ich war bewusstlos. Ich bin niedergeschlagen worden. Ihre ewigen Ausreden, die kann ich auch nicht mehr hören. War denn noch jemand hier, als ihr angekommen seid? Jemand, den man fragen könnte? Nein, nur dieses qualmende Ding hier. Wir haben hier eine Auffälligkeit. Offensichtlich sind Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Was denn? Benzin. Das ist ja mal eine Überraschung, dass bei einem brennenden Auto Benzin gefunden wird. Oder war es ein Dieselfahrzeug? Nee. Aber bei einem Unfall, wie er sich hier abgespielt haben muss, da kann eigentlich kein Benzin vom Tank in den Innenraum gelangen. Schon gar nicht in der Menge, die Brandspuren nahelegen. Also gut, dann ist dieses Auto nachträglich angezündet worden. Sieht nach 2 voneinander unabhängigen Brandherden aus. Okay, dann wollte jemand Spuren verwischen. Tobias Höcker ist den Wagen gefahren. Wer? Tobias Höcker. Wer soll das sein? Ein ehemaliger Freund von Marc. Aha, also Overbeck. Geben Sie eine Fahndung raus nach? Tobias Höcker. Ja. Wo willst du hin? Zur Mutter von Marc. Ich muss ihr doch erklären, was passiert ist. Oh nein, das machst du nicht. Das machen wir, ja? Wir machen das auch erst, wenn geklärt ist, dass die Leiche hier wirklich Marc ist. Ich weiß, dass Marc tot ist. Auch wenn das möglicherweise nicht seine Leiche ist. Wir sollten nur mit gesicherten Informationen zu den Angehörigen. Ja. Schließlich haben wir es gelernt, wie man Gespräche führt, psychologisch gesehen. Ja, wir müssen in jedem Fall klären, dass wir es nicht mit 2 Toten zu tun haben. Ja? Los! Und du gehst nach Hause. Leg die Füße hoch, leg eine Patience, schau Pornos, ist mir egal. Hauptsache, du gehst.
heißt es. Der Wagen ist auf einen Peter Höcker zugelassen, 49 Jahre, Immobilienmakler. Wurde der Wagen als gestohlen gemeldet? Bisher nicht. Gehen Sie mal. Dann sprechen Sie denen auf den AB, dass sie sich melden sollen. Wir fahren zu Lea Sonnenborn. Gut. Hier, trink erst mal was, dann wird's besser. Sie? Danke. Daneben nicht. Lea. Lass mich bitte nicht allein. Bitte versprich mir, dass du herausfindest, wer Mark umgebracht hat und warum er das getan hat. Er war ein guter Junge. Er wollte immer, dass alle glücklich sind, dass es allen gut geht. Die Kriminalpolizei wird sich drum kümmern. Versprich's mir, Georg, bitte. Hat sie Ihnen erzählt, was für ein wunderbarer Mensch der Junge war? Wissen Sie was? Er war ein rücksichtsloses, verwöhntes Bürschchen. Aber sie wollte das nicht sehen. Weil sie sich schuldig gefühlt hat, weil sie ihm den Vater vertrieben hat. Und Sie waren der liebevolle Ersatzvater. Mark war ein kaltherziger Junge, der seine Mutter gequält hat, wo er nur konnte. Er wollte, dass sie leidet. Warum? Vielleicht, weil er geglaubt hat, dass sie glücklich ist. Aber das sind wir schon lange nicht mehr. Ich wollte dich noch zur Tür bringen. Georg, ich fass es nicht. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ja? Wer sind die beiden? Das sind die Kollegen von der Kriminalpolizei. Von wegen Kollegen. Alle Krankenhäuser durch? Ich habe in Wilsberg bereits alles erzählt. Das tut mir leid. Wir müssen mit Ihnen reden. Es gibt keinen Beweis für den Tod Ihres Sohnes. Ganz sicher? Da er seit ein paar Tagen verschwunden ist, ist natürlich das Schlimmste zu befürchten. Aber schauen Sie, wir brauchen alle Informationen, die helfen, den Fall aufzuklären. Ich komme allein zurecht. Gibt's was Neues über Tobias Höcker? Alle Krankenhäuser gecheckt. Nichts. Vielleicht weiß ja Wilsberg was. Nein, Wilsberg weiß nichts. Ach nein? Wirklich nicht. Verschwinde. Wilsberg, wie sind Sie eigentlich nach Mecklenburg gekommen? Mit dem öffentlichen Personennahverkehr natürlich. Raus. Hey. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Welcher Automat hat die denn ausgespuckt? Wirkt nicht seriös. Was wollen Sie? Sind Sie Frau Seeberg? Ja. Ich suche Ihre Tochter und deren Freund Tobias. Und da die beiden nicht bei Ihnen zu Hause sind, auch nicht bei ihm, dachte ich, vielleicht finde ich die hier. Tobias! Warum laufen die beiden denn weg? Warum laufen Sie die beiden hinterher?
her? Ein Mitschüler von den beiden ist ermordet worden. Mark Sonnborn. Was haben die beiden damit zu tun? Das versuche ich herauszufinden. Am Anfang hat sie nicht viel erzählt, aber ich habe gemerkt, wie schlecht es ihr ging. Nach der Trennung von Mark. So normal, oder? Ja, das habe ich auch erst gedacht. Aber dann hat sie mir gezeigt, was im Internet los ist. Was für Beleidigungen und Diffamierungen über sie im Umlauf sind. Alles in diesen sogenannten sozialen Netzwerken. Von Mark? Ja, Mark hat damit angefangen. Er hat sie beschimpft in diesen Foren und sie schlecht gemacht. Könnte das Grund für Tobias gewesen sein, sich Mark vorzuknöpfen? Ja, Tobias hat Mark gehasst für diese feige Art. Mina ist überzeugt, dass die härteren Sachen von Ludger kommen. Warum? Aus Freundschaft zu Mark. Oder weil er selbst interessiert war an Mina. Keine Chance hatte. Keine Ahnung. Scheiße, sind weg mit Tobias. Oh, Unsinn. Hier wäre ständig der Wagen vor der Tür. Dann mach hier Sturm rein. Was du damit Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass die Sache unter uns bleibt? Wollen Sie mir einen Deal vorschlagen? Ich denke, die Summe ist angemessen. Was meinen Sie? Ihr Vorgehen, Herr Klinker, ist ein Witz und außerdem strafbar. Und wenn Sie gerade vorhatten, diesen Vorgang hier aufzuzeichnen, um mir Bestechlichkeit vorwerfen zu können, dann sollten Sie besser gehen, bevor ich meinen Chef informiere. Wo ist der? Wer? Mein Wagen. Tja, scheiße. Wieso? Der ist noch nicht wieder da. Das sehe ich. Wo ist er? Der steht noch in Mecklenbeck. Sag mal, denkst du noch ganz richtig? Und Jackie, da ist gestern einiges schiefgelaufen. Sieht ganz so aus. Der Knabe, den ich suchen sollte, lag erschossen am alten Flugplatz. Hä, du machst wohl Witze, oder? Nein, leider nein. Was hat das alles mit meinem Wagen zu tun? Pass auf, ich zahle dir ein Taxi. Bis zur Mittagspause steht der Wagen wieder vor deiner Tür. Vollgetankt, versprochen. Hast du schon einen Verdacht, wer es war? Nein. Kannst dich an meiner Schule umhören. Wieso? Weil der Junge auch auf die Goethe-Schule gegangen ist. Auf die Goethe-Schule? Ja. Kein Problem. Mann. Mensch, Ecki, was ist noch? Darf ich? Bitte. Er war nicht nur der gute Junge. Es stimmt nicht, was ich dir gesagt habe. Das dachte ich mir schon. Ich wollte, dass er zur Therapie geht. Er hat mich ausgelacht. Da gehen doch nur Bekloppte und Weicheier hin. Ja, vielleicht hat er ja Angst, dass er gemobbt wird in der Schule, wenn das rauskommt. Das Schule, das schießt doch eh jeder gegen jeden. Weshalb sollte er zur Therapie? Er hat sich mit jedem angelegt. Egal mit wem und warum. Hauptsache Streit. Ich habe in den letzten Monaten nicht mehr viel mitbekommen von ihm. Ich habe nur gespürt, dass er immer unglücklicher geworden ist. Ihr Verdacht war richtig. Bei dem Toten handelt es sich um Mark Sonnenborn. Schauen Sie hier.
Sie können sowohl an den plombierten Zähnen als auch an dem fehlenden Weisheitszahn links oben eine hundertprozentige Übereinstimmung feststellen. Somit steht fest, dass es sich nur um einen Toten handelt. Sind Sie etwa von zwei ausgegangen? Schon gut. Ihr Kollege hat ja in kürzester Zeit den richtigen Verdacht gehabt, um wen es sich handeln könnte. Respekt. Wenn er weiter so zügig ermittelt, können Sie den Fall ja bald abschließen. Todesursache? Ja, ganz klar. Es gibt keine Rußpartikel in der Lunge. Der junge Mann wurde vor 2-3 Tagen erschossen und ist nachträglich in die Flammen gelegt worden. Um die Identität des Toten zu verschleiern. Zum Glück unterschätzen die meisten Täter die Leistungsfähigkeit unserer Fachleute. Tatwaffe? Die KTU hat sich vorhin gemeldet, die gehen von einer Schrotflinte aus. Sowas hat jeder zweite Bauer im Schrank hängen. Entschuldigung, ich hab's nicht eher geschafft. Sie sind der Mann vom Finanzamt? Na, endlich. Und noch ein Kaffee, bevor es in den Raubtierkäfig geht? So schlimm? Na, guck drauf an. Also, wenn Sie sich respektvollen Umgang erwarten, den haben die fast alle nicht mehr gelernt. Und wir schaffen es einfach nicht, alles nachzuholen, was die Familien an sozialem Umgang versäumt haben. Ja, jetzt hat sich die Politik auch noch das Abi nach der 12. Klasse einfallen lassen. Lustig, nicht? Sonst noch jemand einen Tipp? Verlassen Sie die Klasse, wenn es Ihnen reicht. Sie können das machen. So dramatisch wird's ja wohl nicht werden. Tag. Oberbeck. Kriminalpolizei Münster. Kommen Sie wohl ein bisschen spät. Ihre Kollegen sind mit der Arbeit schon fertig. Kollegen? Wieso? Womit? Spurensicherung nach dem Einbruch heute Nacht. Ich dachte, deswegen sind Sie da. Einbruch? Das ist ja sehr interessant. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hatten Sie noch keinen Kontakt mit Ihrem Sohn seit gestern Abend? Mein Gott, der Junge ist erwachsen und wir sind keine Glucken. Wieso fragen Sie? Aber er ist doch wohl in der Schule, oder? Das will ich hoffen. Er war also nicht zu Hause? Nein, zum Glück nicht. Wie man's nimmt. Mein Gott, das ist doch Tobias Wagen. Was? Na, dann hoffen wir mal, dass er Vollkasko versichert ist, oder? Ist ihm was passiert? Wo ist Tobias? Herr Gott, nun sagen Sie schon, was los ist. Was ist mit unserem Sohn? Wir versuchen gerade herauszufinden, was wirklich passiert ist. Dafür benötigen wir noch einige Informationen. Wir haben nämlich die verbrannte Leiche eines jungen Mannes gefunden. Was? Nein. Oh, nein, bitte, so ist es nicht. Das haben Sie jetzt absolut missverstanden. Der Tote, also die verkohlte Leiche, das ist nicht Ihr Sohn. Das ist absolut ausgeschlossen. Bitte, das war jetzt... Das hätte ich Ihnen gleich sagen sollen. Sorry. Immer zuerst die gute Nachricht. Das lernt man auf der Akademie. Wieso? Kommt doch noch eine schlechte? Tja, denn ich glaube nicht, dass die Versicherung zahlt, wenn es ein illegales Autorennen war. Bitte was? Bitte gehen Sie jetzt. Wo könnte Tobias denn die Nacht verbracht haben? Bei seiner Freundin, schätze ich mal. Sie sind ja frisch verliebt. Kann ich mir mal sein Zimmer ansehen? Sagen Sie mal, wird man bei der Polizei nicht psychologisch geschult, wenn man eine schlechte Nachricht überbringen muss? Sagst du mir, was war? Was war? Marc hat sich wie ein Riesenarsch verhalten. Dir gegenüber, mir gegenüber, allen gegenüber. Das war. Und er war nicht mit dabei in Mecklenburg? Nein. Ich hab das Zeug abgeholt, dann habe ich den Wagen geschrottet und dann bin ich abgehauen. Und warum hast du nach dem Unfall nicht die Polizei gerufen? Mit Marihuana in der Tasche, oder was? Spinnst du? Hast du was mit seinem Tod zu tun? Nein. Da hat wohl jemand nach etwas Bestimmtem gesucht. Fehlt etwas? Sein Laptop ist weg, aber sonst? Wenn Tobias hier auftaucht, melden Sie sich. Nur durch Steuern und die gerechte Verteilung der Gelder lässt sich eine sozial stabile Gesellschaftsordnung aufrechterhalten. Somit ist jeder Finanzbeamte ein wesentlicher Teil einer gerechten Gesellschaft. Hat jemand eine Frage dazu? Bitte. Wie lange dauert das jetzt hier noch? Das ist natürlich eine komplexe Materie, in die man sich erst mal reinfinden muss. Wenn man dann erst einmal drin ist, ist es umso interessanter. Mhm.
Frau Seeberg, machen Sie auf. Ich habe gesehen, dass jemand drin ist. Was wollen Sie? Wir suchen Tobias Höcker, den Freund Ihrer Tochter. Der ist nicht hier. Es handelt sich um Mord. Und wenn Sie die Ermittlung behindern, machen Sie sich strafbar. Tobias hat nichts mit dem Tod von Marc zu tun. Ach. Woher wissen Sie denn, dass es sich bei dem Toten um Marc handelt? Ein Herr Wilsberg war gestern bei mir. Der hat mir das erzählt. So, jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss arbeiten. Ich hasse Wilsberg. Gibt es denn nur die Finanzverwaltung im Bund? In Deutschland ist die Finanzverwaltung zwischen dem Bund und den Bundesländern aufgeteilt. Dann müsste ich also gar nicht nach Berlin ziehen, wenn ich da arbeiten will. Nein, das musst du nicht. Sie. Bitte? Ja, Sie sollten mich siezen. Es geht hier auch um Respekt. Okay, verstehe. Vielleicht hilft es ja, wenn ihr... Wenn Sie für den Rest der Stunde die Handys ausschalten würden und sich wieder auf die Materie konzentrieren würden. Es soll jetzt nämlich um die Arbeitsbereiche in der Länderfinanzverwaltung gehen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Die Kriminalpolizei bittet in einer Fahndungssache um die Mithilfe der Schüler. Es geht um den Verbleib von Tobias Höcker. Ich dachte, Marc wird gesucht. Überlass das Denken der Polizei. Ich habe nach Tobias Höcker gefragt, also meine ich auch Tobias Höcker. Wenn ihr etwas Außergewöhnliches beobachtet habt, dann solltet ihr mir das jetzt sagen. Also? Sie. Bitte? Es muss heißen, wenn Sie etwas Außergewöhnliches beobachtet haben. Ja, hat was mit Respekt zu tun. Versuchen Sie es mal, vielleicht bekommen Sie dann Ihre Info. Na schön. Mag sein, dass sich einige der Herrschaften in diesem Raum durch die Anwesenheit meiner Person gestört fühlen. Immerhin! Einer Respektsperson des öffentlichen Dienstes. Aber wenn ihr verwöhnten Blagen nicht sofort das Maul aufmacht und meine Frage beantwortet, dann reiße ich jedem von euch persönlich so dermaßen den Arsch auf, dass Dieter Bohlens Ausfälle dagegen zärtliche Liebkosung sind. Habt ihr Pissnelken das verstanden? Was machst denn du hier? Du hast mir doch diesen Termin verordnet. Ah ja, stimmt. Deswegen hatte ich heute Morgen so schlechte Laune. Wisst ihr schon was über den Toten im Auto? Der Mann wurde erschossen. Er starb nicht in seinen Verbrennungen. Todeszeitpunkt war vor 2 Tagen. Ja, und ist das alles? Es handelt sich mit 99%iger Sicherheit um Marc Sonnenborn, sagt der Pathologe. Aber sag mal, die oder der können ja wirklich nicht besonders helle sein, wenn sie glauben, dass sie so einen Mord vertuschen können. Vielleicht wollten die ja nichts vertuschen, sondern nur den Besitzer des Wagens in Schwierigkeiten bringen. Hä? Habt ihr schon eine Spur von Tobias Höcker? Haben wir eine Spur von diesem Tobias? Wir sollten lieber Wilsberg einbuchten. Hey! Wegen Behinderung der Ermittlungsarbeit. Er läuft rum und plaudert Polizeiinterne aus. Welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Marc Sonnenborn ermordet wurde. Na, ich hab die Leiche doch gefunden und euch alarmiert. Das wird doch wohl kaum polizeiintern gewesen sein, oder? Habt ihr denn auf diesem Gelände da was gefunden? Der Leichenspürhund hat die Position bestätigt, die du uns angegeben hast. Jetzt bist du aber zufrieden, oder? Das meine ich nicht. Marc hatte regelmäßig Kontakt zu Leuten, die gedealt haben. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen auf die Nuss bekommen. Das war jetzt mal eine gute Nachricht. Hey! Also, jetzt haltet mal verdammt noch mal den Ball flach. So, Sie gehen jetzt zusammen mit Wilsberg die Liste der Verdächtigen durch. Vielleicht sieht er ja den Mann, der ihn niedergeschlagen hat. Los! Man muss sich immer wieder klar machen, bei der Arbeit im Finanzamt hat man es mit Menschen und Schicksalen zu tun. Man darf sich nicht von Zahlen und Vorschriften ablenken lassen. Es geht immer um Menschen.
Entschuldigung, würden Sie jetzt bitte alle die Handys ausschalten? Sie stören damit nur die Konzentration der anderen. Welche Konzentration? Es geht doch um den von Ihnen eingeforderten Respekt. Das ist eine Haltung, wie man anderen Menschen gegenübertritt. Das ist doch nicht böse gemeint, aber wir haben auch ein paar Sachen, die wir checken müssen. Seid ein bisschen anders als früher. Nee, das ist eine Frage des Umgangs. Und spätestens, wenn Sie mal Geld verdienen wollen, dann müssen Sie sich überlegen, wie Sie mit anderen Menschen umgehen wollen. Manchmal sind andere Sachen wichtiger. Gut. Dann lassen Sie uns drüber reden. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sie da nicht draufsehen dürfen. Ja, ist ja klar. Schon heftig, wenn man bedenkt, wie viele von denen alle paar Jahre gefasst und verurteilt werden. Funktioniert wohl nicht so ganz richtig, ihre Resozialisierung im Knast. Weiter. Der war es nicht. Nein. Nein. Weiter. Weiter. Nein. Der sieht ja beschissen aus. Der vorhin. Der? Mhm. Wie aber auch der Erste, der nett aussieht. Und? Nichts und. Weiter. Sicher? Ja. Nein. Es ist nur allzu verständlich, dass Sie der Tod von Mark alle sehr betroffen macht. Hat er sich umgebracht? Nein, er ist umgebracht worden. Wer soll denn das gewesen sein? Da fallen einem ja ein paar Kandidaten ein. Ach ja? Wem traut ihr sowas denn zu? Niemand. Und was hat er gerade damit gemeint? Mark hat sich mit jedem angelegt. Hat mich gewundert, dass er nicht ständig auf die Fresse bekommen hat. Hat er ja. Wieso? Vor ein paar Tagen kam Mark mit einem heftigen blauen Auge hier an. Er hat aber nicht gesagt, wie er dran gekommen ist. Ey. Du fängst aber! Ey, stopp mal! Das wird teuer. Sie haben mich bedroht, körperliche Gewalt angewendet. Und ich bin noch minderjährig. Und ein Schutzbefohlener von Ihnen. Nach § 225 des Strafgesetzbuches wird Misshandlung von Schutzbefohlenen im minderschweren Fall mit Haft zwischen 3 Monaten und 5 Jahren geahndet. Entschuldigung, aber ich wollte nur verhindern, dass ihr euch weiter prügelt. Tut mir leid. Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Tickst du noch richtig? Ticken Sie noch richtig, muss es heißen. Aber das wäre eine Beleidigung, die auch juristische Konsequenzen haben wird. Tja. Schade. Wir können ja versuchen, ein Phantombild zu erstellen. Vielen Dank, Georg. Wir haben deine Zeit schon über Gebühr beansprucht. Wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ich wäre ja auch bereit, noch mal mit zum Tatort zu fahren. Vielleicht fällt mir ja da was Relevantes ein. Ihr müsst auch sicher noch mal hin, um zu überprüfen, ob da wirklich Drogen im Spiel sind. So wie es aussieht, waren hier an mehreren Stellen Drogendepots. Leider sind die vor kurzem alle leergeräumt worden. Zumindest sind die Spuren noch ziemlich frisch, sonst würden die Hunde nicht so heftig anschlagen. Ach ja, vielen Dank auch noch, dass du uns doch schon heute über die Drogengeschäfte von Mark Sonnenbaum informiert hast. Du hast doch gesagt, das wird automatisch gecheckt. Du hast gesagt, dass ihr gestern die Suchhunde reingeschickt habt. Leichensuchhunde sind keine Drogenspürhunde, das solltest du wissen. Wenn du mich fragst, sie haben hier gleich alles ausgeräumt, nachdem sie mich niedergeschlagen haben. Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich. Kommst du nicht mit zurück? Nach den Ereignissen gestern gehe ich lieber zu Fuß, zum Runterkommen. Zentrale. Brauche Unterstützung in Mecklenbeck. Verdächtiger ohne Fahrerlaubnis gefährdet den Verkehr. Schicken Sie einen Wagen. Mann, pass doch mal auf, du Idiot. Ich hab keinen Bock, dass die Bullen hier noch Reste finden. Ja, mach dich mal locker. Hör mal zu, Zwerg. Ihr macht mir schon Ärger genug.
nerve. Ey, gib mir mehr Geld. Ey, lass mich mal mehr verkaufen. Siehst du, das nervt. Dann finden die Bullen auch noch Mark auf dem alten Flugplatz. Was kann er dafür? Kannst du mir mal verraten, was der da zu suchen hatte? Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht sein Babysitter. Ja, und wenn? Dann wärst du auf jeden Fall kein Guter. Oder hast du ihn vielleicht umgebracht? Hm? Nur Grund genug hättest du ja gehabt. Spinnst du? Du warst doch ganz scharf auf diese Mine. Ruhig, ruhig. Hier, ich bin ja schon weg. Los, da rein. Bitte nach Ihnen. Witzbold, mach hinne. Die Kollegen kommen sowieso gleich. Da, hinsetzen. Ja. Was ist denn jetzt der Plan? An die Schweine verfüttern. Das funktioniert immer. Na los, mach weiter. Wird schwierig sein, aus der Sache rauszukommen, Ludger. Wieso kennt er dich? Es ist ein Schnüffler, der ist auf der Suche nach Mark. Scheiße. Quatsch. Du hast mir doch gesagt, wo ich Steffen finde, damit ich mit ihm über Mark reden kann. Hast du sie noch alle? Der lügt. Wo soll ich denn sonst die Adresse haben? Du hast mir gesagt, dass Steffen was weiß. Deswegen habe ich dir den 100er gegeben. Ich schwör's dir, der lügt. Halt's Maul. Hier, bind ihn ordentlich fest. Na los, wird's bald. Nein, mittlerweile ist das Standard. Geben Sie zum Beispiel eine Strafarbeit auf, kommen die Eltern und beklagen sich, dass man die Kinder mit antiquierten und pädagogisch fragwürdigen Mitteln diszipliniert. Weil ich mal darauf bestanden habe, dass alle ihre Hausaufgaben vorzeigen sollen, hat man mir Nazi-Methoden unterstellt. Und wenn irgendetwas anders läuft, als es sich die Eltern erwarten, dann kommen die Anwälte, überprüfen die Noten und versuchen, die lieben Kinder in die Abi-Prüfung einzuklagen. Sie glauben wirklich, dass von dem Schüler eine Klage kommt? Von dem ganz sicher. Er hat die Schule schon dreimal verklagt. Ja, aber meistens geben die Gerichte den Klägern nicht recht. Selbst dem Stiefvater von Mark, Anwalt Steiner, der hat letztlich vor Gericht verloren, weil er wegen einer schlechten Note von Mark prozessiert hat. Ich bin selten so gefreut, Sie zu sehen, Oberbeck. Die wollten mich in der Jauchegrube verklappen. Der ist hier eingebrochen. Den wollten wir gerade zur Polizei bringen. Das glaube ich Ihnen sofort. Aber warum haben Sie nicht bei uns angerufen, nachdem Sie ihn in Ihre Gewalt gebracht haben? Das wollte ich doch. Außerdem will ich Anzeige erstatten wegen Einbruch und Hausfriedensbruch. Tatsächlich? Wäre nicht das erste Mal. Was, Wilsberg? Wollen Sie sich nicht lieber um diese Marihuana-Plantage hier kümmern? Das wird richtig teuer, Wilsberg. Fahren ohne Fahrerlaubnis, das kann Ihnen eine Haftstrafe bis zu 6 Monaten einbringen. Du weißt, dass Irreführungen strafbar sind. Das war doch keine Irreführung. Immerhin habt ihr durch mich diesen Marihuana-Bauern festnehmen können. Du verarschst uns nach Strich und Faden. Und dann guckst du mich mit deinen Hundeaugen an, als hätte man dich verprügelt. Ach, Anna. Geh nach Hause, Georg. Habt ihr denn schon Kontakt zu diesem Tobias Höcker? Immerhin ist er doch auch verdächtig. Schon gut.
Fahren ohne Fahrerlaubnis. Overbeck wird es sich nicht nehmen lassen, dir eine Anzeige zu verpassen. Sagen Sie mal, Overbeck, finden Sie nicht, dass Sie mit Ihrem Hass auf Wilsberg ein bisschen übertreiben? Ich meine, ihn in Handschellen hier reinzuführen? Ich denke nicht. Was der sich geleistet hat, das muss geahndet werden. Nehmen Sie doch mal Platz. Was hat er sich denn geleistet? Was hat er denn verbrochen? Er hat uns zu einem Drogenring geführt, nicht wahr? Ja, schon, aber... Nicht schon, aber... Was haben wir denn gemacht, Overbeck? Gibt es irgendetwas in Ihrer Bilanz, was mich beeindrucken könnte? Ah ja. Hier. Ein Schreiben der Eheleute Höcker, die sich über ihre unsensible Gesprächsführung beschweren. Und dann gibt es hier ein Schreiben des Direktors des Gymnasiums. Der schreibt, sie hätten seine Schüler als Pissnaken bezeichnet. Geht's noch? Und was ist mit Fahren ohne Fahrerlaubnis? Bis zu 6 Monate kriegt er dafür. Ich möchte es einmal, Overbeck, nur einmal erleben, dass wir einen Fall lösen vor Wilsberg. Und ich fände es ganz wunderbar, wenn Sie Ihren Teil dazu leisten würden. Sie wollten mich sprechen. Warum haben Sie das gemacht? Was habe ich gemacht? Sie wollen mich erpressen. Bitte? Den Film hat der Klinker per E-Mail erhalten und angehängt war die Aufforderung, in den nächsten Tagen 1.000 Euro zu zahlen. Sonst wird der Film zu all seinen Geschäftspartnern gemailt. Sie glauben doch nicht, dass ich... Was ich glaube, ist unerheblich. Aber wenn an diesen Vorwürfen etwas dran sein sollte... Sie sehen doch, dass ich auch auf dem Film zu sehen bin. Da kann ich doch wohl selber schlecht gefilmt haben. Herr Klinker hat mir gegenüber erwähnt, dass Sie mit dem Mann, der offensichtlich den Handyfilm gemacht hat, zusammengearbeitet haben. Tut mir leid, aber so war mein Eindruck. Ich kenne den Typen nicht, der da aufgetaucht ist. Der war plötzlich da, hat gefragt, ob er helfen kann, dann war er wieder weg. Offensichtlich nicht. Klären Sie das. Ich kann nur hoffen, dass Sie mit dieser Sache nichts zu tun haben. Sonst können Sie Ihre Karriere als beendet betrachten, Frau Holtkamp. Erpressung ist eine üble Sache, unbestritten. Aber Verleumdung auch. Nicht wahr, Herr Klinker? Drogenhandel, Geiselnahme, illegale Autorennen. Kommt ja ganz schön was zusammen, junger Mann. Kann man da nichts machen? Du willst das Ventil machen? Ja, so sieht es aus, schöne Frau. Wow, ey, cool, ey. Du schlägst mir einen Deal vor? Super Checker, hä? Coole Nummer, so wie die Gangster draußen. Respekt, Mann. Das geht nicht. Ich fürchte, da geht gar nichts. Dann sag ich doch nichts. Ist eigentlich für uns auch egal. Wir haben für alle drei Tatbestände Zeugen. Sehr komfortabel. Und was wollen Sie dann noch? Erzähl mir was von Mark Sonnenbaum. Sie sollten jetzt besser den Ablauf des gestrigen Tages schildern. Ich will jedes schmutzige Detail. Du mieses kleines Arschloch! Legst den toten Mark ins Auto und kippst Benzin drüber, nur damit wir nicht in der Fabrikhalle suchen und deine scheiß Drogen finden! Weißt du, was du seiner Mutter damit angetan hast? Der war ja schon tot. Weil du ihn erschossen hast! Nein. Du hast Mark überrascht, wie er heimlich an deine Depots wollte und ihn dabei erschossen. Nein. Aber ihr habt zusammen gedealt. Er hat das Zeug verkauft, was ich aus Venlo geholt habe. Und was ist passiert, nachdem du ihn gefunden hast? Nach dem Crash sind alle abgehauen, der Wagen hat gebrannt. Da haben alle Panik gehabt. Du und Mark, ihr hattet Stress wegen dieser Mina. Länger her. Dann war alles in Ordnung zwischen euch. Schon. Mann, was heißt hier schon? Wart ihr nur befreundet oder nicht? Er ist nicht so einfach. Er war halt manchmal extrem aggressiv. Aber der war echt in Ordnung. Wirklich. Konnte halt keine Weicheier leiden. Weicheier? Ja. So Leute, die halt zu defensiv drauf sind. Das hat ihn halt noch aggressiver gemacht. Halt Opfer. Weicheier und Opfer? Ja.
Leute, die sich nicht gewehrt haben. Marc hat sich immer gemerkt bei allen. Und wenn die dann nachgegeben haben, dann hat er ja wieder neue Opfer. Und die hat er dann fertig gemacht. So in etwa. Also, mit wem hat sich Marc denn so angelegt, dass der oder die ihn umgebracht hat? Steffen? Ja, zu trauen würde ich es dem schon. Also, Steffen hat immer gesagt, wenn irgendjemand mich beklaut oder so, dann bringe ich den um. Marc hat ihn auch immer beklaut, aber es ist nie aufgefallen. Was ist mit Tobias? Ja, er hat ihn nur gehasst, weil er Mia nicht in Ruhe gelassen hat. Tut mir leid. Mir ist wieder was dazwischen gekommen. Die wollten mich in der Jauchegrube entsorgen. Hätten sie mal. Na komm, so viel zu spät bin ich auch wieder nicht. Hör mal, die Veranstaltung da drin ist echt gruselig. Echt? Sag mal. Als dein Leistungskurslehrer plädiere ich dafür, dass wir eine Beileidsanzeige aufgeben und dadurch unser Mitgefühl ausdrücken. Das reicht dann aber auch. Ja. Ich denke, dass wir durch eine schulinterne Trauerfeier deutlich machen sollten, wie sehr uns der Tod von Marc erschüttert. Ist nur nicht der Fall. Bitte, Herr Strick. Ich möchte mit dieser Trauerfeier ein deutliches Zeichen setzen für ein Gemeinschaftsgefühl an dieser Schule. Es geht um Anteilnahme, Menschlichkeit. Jeder Jahrgang sollte dazu seinen Beitrag leisten. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich kann die Stimmung da drin verstehen. Nach nur einem Tag. Was war denn los? Nix. Viel rausgefunden habe ich auch nicht. Außer, dass Marc ein blaues Auge hatte, bevor er verschwunden ist. Von wem? Keine Ahnung, hat sich mit allen angelegt. Sein Stiefvater hat wegen seiner schlechten Noten Prozess gegen die Schule geführt und verloren. Schließlich müssen wir davon ausgehen, dass die Presse berichten wird. Das ist doch widerlich. Für die sollen wir diese Schau veranstalten? Oder für die Eltern? Ist doch absurd. Wir sind doch alle froh, dass wir mit diesem Schüler hier nichts mehr zu tun haben. Kann ich Ihnen helfen? Was? Wer sind Sie? Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Ja, und was machen Sie hier? Ich suche im Auftrag von Marc Sonnenborns Mutter Erklärung für seinen Tod. Und? Haben Sie schon Erklärung gefunden? Nein. Ich weiß nur, dass der Junge sich in den letzten Monaten extrem verändert hat, seit sein Vater sich umgebracht hat. Das wusste ich nicht. Aber das ist ja trotzdem kein Grund, alle mit Hass zu verfolgen. Alles in Ordnung? Fragen wegen Marc. Seit wann beschäftigen sich Schnüffler mit Kapitalverbrechen? Sind sie nicht eher für die kleinen, schmutzigen Dinge des Lebens zuständig? Untreue Ehepartner beschatten zum Beispiel? Deswegen bin ich hier. Ich wüsste gern was über den Prozess gegen die Goethe-Schule. Ja, ich habe notiert. Herr Thalkötter hat ihren Sohn tätlich angegriffen. Ich werde die Anzeige vorbereiten, aber vielleicht sollten wir ihren Sohn trotzdem noch einmal direkt befragen. Nein, ich zweifle nicht an Ihrer Aussage, aber ja. Das habe ich für Lea gemacht, um sie zu beruhigen. Die war ja völlig hysterisch, als Marc in der Schule so abgerutscht ist. Die Klage hatte keinen triftigen Grund? Nee, brauchen Sie nicht. Es geht vor allem darum, die Lehrer zu stressen, den Direktor unter Druck zu setzen. Das mag keine Schule gern über sich hören, dass prozessiert wird. Das geht dann immer zum Schulamt und die wollen wissen, warum. Also versuchen die Lehrer, dem Druck auszuweichen. Ist doch menschlich. Und beim nächsten Mal sind Sie vielleicht etwas zurückhaltender mit schlechten Noten. Also es gab keinen Anlass. Doch, die schlechten Noten von Marc. Und Leas schlechte Stimmung. Ich habe gehofft, ich kann das ändern. Das habe ich Wilke unterstellt. Und Marcs Ausfälle habe ich als kreative Auseinandersetzung bezeichnet. Ist doch völlig absurd. Der Richter hätte mir sogar beinahe recht gegeben. Aber dann hat die Verteidigung ein Handyvideo vorgelegt, auf dem zu sehen ist, wie Marc sich im Unterricht aufführt. Ich habe zwar versucht, das nicht als Beweis gelten zu lassen, aber seine Wirkung hatte es trotzdem. Wann war das? Vor 2 Monaten oder so.
verdammt! Auf ihn schlecht zu machen! Machen Sie ihn hier. Ich wollte fragen, wie es geht. Und wenn ihr weiter so schreit, hört der Bulle, der vor dem Haus auf euch wartet, euer Gespräch auch schön mit. Jemand hat Marks Leiche in dein Auto geschafft, mit Benzin übergossen und verbrannt. Die Polizei glaubt, dass du was mit dem Tod von Mark zu tun hast. Warum wart ihr nicht mehr mit Mark befreundet? Konnte er nicht ertragen, dass ihr jetzt zusammen seid? Alles Quatsch! Es kam erst später. Mark ist immer extremer geworden. Er hatte nur noch Spaß dran, andere Leute zu quälen. Ihm war nur noch wichtig, dass es allen schlechter geht als ihm. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Hat das was mit dem Handyfilm zu tun, auf dem Mark zu sehen ist? Wie wissen Sie denn das? Wer hat den Film damals im Unterricht gemacht? Keine Ahnung. Aber danach hatte Mark nur noch mehr das Gefühl, dass alle gegen ihn sind. Und? Was machen Sie hier? Lassen Sie doch meine Tochter in Ruhe. Und? Und waren wirklich alle gegen ihn? Mark hat sich immer weiter reingesteigert, um rauszufinden, wer noch zu ihm hält im Kampf gegen die Brügge. Die Deutschlehrerin? Mit der war Krieg. Die Brügge hat Mark immer extrem streng bewertet. Mark hatte das Gefühl, dass er im Zweifel immer die schlechtere Note bekommen hat. Ja, und irgendwann hat er nicht mehr daran geglaubt, dass er das Abi noch bekommen kann. Herr Wilsberg, bitte gehen Sie doch. Die Kinder haben doch nichts getan. Frau Seeberg, die Kinder sind groß. Und nicht alles, was sie tun, ist harmlos oder lustig. Hallo Alex, gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Zuerst brauche ich Ihre Hilfe. Was denn? Schülermob macht mich fertig. Mich auch. Er geht rot eine Anzeige. Er ist bei einem Schüler handgreiflich geworden. Ich bin nicht handgreiflich geworden. Ich wollte die beiden nur auseinanderziehen. Hast du ihn angefasst oder nicht? Mann, das hört sich so fies an. Hast du? Ja, aber... Siehst du, dann bist du jetzt auch dran wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Paragraph 225. Der Vater hat sich in unserer Kanzlei gemeldet. Er will eine Anzeige gegen Ecki. Und ich soll sie ausarbeiten. Oh, das ist doch lächerlich. Wie, dass ich sie ausarbeiten soll? Mensch, Alex soll eine Abschrift ans Finanzamt schicken, mit der Aufforderung, mir eine Abmahnung zu verpassen. Wieso das denn? Schmerzensgeld wahrscheinlich. Wenn die Verwaltung was erfährt, dann will ich mir meine Beförderung in die Haare schmieren. Welche Haare denn? Musst du gerade sagen. Jeder in diesem Netzwerk kann mit seinen Freunden chatten, sie auf seine Homepage einladen und irgendwelche Informationen in den Newsrooms platzieren. Da ist er, Mark Sonnenborn. Wow. 117 Freunde. Ich habe nicht mal 3. Dafür hast du hoffentlich weniger Feinde. Guck mal, hier siehst du die Debatten der letzten Wochen. Da ist ein Beitrag von Mark. Ich bin kein Opfer, aber die Brügge ist ein Opfer. Fortsetzung folgt. Als ich in dem Alter war, da hatten wir noch Mitleid mit Opfern. Heute ist das sowas wie ein Schimpfwort. Armer alter Mann. Guck mal, hier geht's weiter. So, die reden ja seitenweise nur über diesen Krieg zwischen Brügge und Mark. Das ist er. Wer? Der Typ hat mich gefilmt, als ich eingeparkt wurde von unserem Mandanten. Jetzt will er ihn damit erpressen. Wie komme ich denn jetzt in den Namen? Kein Problem. Kümmerst du dich jetzt wieder mal um mich? Nein, jetzt geht's erstmal um mich. Ludger Schmitz, Lichtstraße 56, sitzt aber zurzeit in U-Haft wegen Drogenhandel. Warum werde ich von meinen engsten Freunden immer unterschätzt? Brauchst du morgen nur anzurufen. Was ist jetzt? Kommst du? Was hast du denn zu bieten? Wie wär's mit einer Steuerprüfung? Keine schlechte Idee. Lea ist im Garten. Was willst du? Mark muss kurz vor seinem Tod in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Weißt du was davon? Weißt du was? Er hat sich zum Schluss mit allen zerstritten. Sogar mit seinem besten Freund und seiner Freundin. Und es gab einen Riesenstreit mit seiner Deutschlehrerin. Davon weiß ich nichts. Sollen wir reingehen? Er hat ihn geschlagen, als ich nicht da war. Dein Freund? Da
dann hat er gesagt, beim nächsten Mal bringe ich ihn um. Womit habe ich das verdient? Gar nicht. Die Anzeige gegen den Finanzamtsfummler, der den Jungen in der Schule missbraucht hat, kriegen wir das bis heute Mittag hin? Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Aber ich müsste das schaffen. Außerdem habe ich die Identität des Handyfilmers herausgefunden. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Also nicht so schnell. Was machen wir denn, wenn er bestätigt, dass ich mit der Geschichte nichts zu tun habe? Dann verklagen wir Herrn Klinker wegen Verleumdung. Lässt sich schön was rausholen aus so einer Sache. Faszinierend ist, dass hinter jedem Steuerfall auch immer ein Kriminalfall steckt. Wer von Ihnen weiß zum Beispiel, wie Al Capone, einer der berühmtesten Verbrecher Amerikas, hinter Schloss und Riegel gebracht wurde? Wegen Steuerbetrug. Genau. Finanzbeamte haben rausgefunden, dass er bei seinen Geschäften Steuer hinterzogen hat. Dafür ist er verurteilt worden und in den Knast gewandert. Wir hören, vielleicht legen Sie auch mal kurz das Handy zur Seite und hören zu. Könnte ja auch für Sie interessant sein, oder? Was macht denn Ihr Vater zum Beispiel? Keine Ahnung. Dem gehört doch hier das Hotel Renner. Ja, dem ganzen Münsterland noch drei größere Hotels. Na, wunderbar. Sagen wir mal, er hat mit diesen Hotels ein solides Einkommen. Er würde also viel Steuern zahlen müssen. Was könnte er tun? Sein Einkommen runterrechnen. Genau. Er könnte Aufwendungen geltend machen für die Hotels, die er nie getätigt hat. Könnte Investitionen vortäuschen, Einnahmen nicht angeben. Er würde also die Steuer hinterziehen. Das ist natürlich alles nur rein hypothetisch. Aber wenn er die Steuer betrügen würde, betrügt er uns alle. Alle, die Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser finanzieren müssen. Und deshalb komme ich dann mit einem Kollegen und mache eine Steuerprüfung. Wir lassen uns alle Bücher zeigen. Wenn es sein muss, die der letzten 10 Jahre, denn ich habe Zeit. Ich setze mich hin und überprüfe alle Gewinne. Verstehen Sie, Björn? Alle Rechnungen von Papa. Wann er wen, warum zum Essen eingeladen hat. Und das Beste ist, sobald der geringste Verdacht besteht, kann ich die Kollegen von der Steuerprüfung holen. Da arbeitet dann ein perfektes Team daran, alle dunklen Stellen aufzuspüren. Das ist nicht immer sehr angenehm für den Betroffenen, aber für die soziale Gerechtigkeit in unserem Land dringend notwendig. Neulich habe ich erst wieder so einen Bauunternehmer aus Bielefeld hochgenommen. Dachte, er wäre ein Oberschlauer, könnte uns austricksen. Jetzt sitzt er 3 Jahre im Gefängnis, kann über seine Tricks nachdenken. Den kennt Ihr Vater bestimmt. Wilsberg, Sie sind ja früh unterwegs. Der frühe Vogel fängt den Wurm, kennt ihr doch sicher. Sie gehen mir langsam auf die Nerven. Das sagen mir viele. Aber sie erzählen mir ja auch immer nur ein bisschen. Was ist mit dem blauen Auge von Mark? Das war Notwehr. Hört sich zwar komisch an, war aber so. Mark hat sich auf mich gestürzt und mich geschlagen, weil ich seine Mutter so schlecht behandle. Und? Sie wollen wissen, ob ich sie schlecht behandelt habe? Geht das nicht ein bisschen zu weit? Sie hat so eine Art, alles zu verzeihen, alles hinzunehmen, was ihr angetan wird. Sie ist eher wie eine Pflanze, die klaglos alles erträgt, was man ihr antut. Und deshalb hat Marc sie angegriffen? Weil sie sowas wie ein Spiegel für ihn waren? Oh, ein echter Banalpsychologe? Es bleibt nicht aus, wenn man sich mit den kleinen schmutzigen Dingen des Lebens beschäftigen muss. Haben Sie danach gedroht, ihn umzubringen? Sagt man doch so, wenn man die Schnauze voll hat. Keine Ahnung, ob man das sagt. War ja nicht das erste Mal. So eine Situation gab es schon mal. Ein paar Tage vorher, da habe ich gesehen, wie er sich auf seinem Handy so ein Real-Shit-Video angesehen hat. Eine Gewaltszene, die irgendwer von einem Opfer in der Schule aufgenommen hat. Das Handy wollte ich ihm wegnehmen, da hat er mich angegriffen. Na? Alex hat gerade angerufen. Die haben die Anzeige zurückgezogen, hätten wohl etwas überreagiert, als sie mir Misshandlung vorgeworfen haben. Gratuliere.
Gerechtigkeit siegt. Soll ich dich irgendwohin mitnehmen? Nee, ich bin gerade erst angekommen. Ich versuche noch mal, diese Frau Brügge zu sprechen. Verstehe. Sag mal, warum hast du diesen Knaben noch mal misshandelt? Haben die sich wegen dem Handy gestritten? Ja, es ging um irgendeinen Handyfilm. Zweiter Raum rechts. Danke. Frau Brügge? Frau Brügge, ich habe gehört, dass es zwischen Ihnen und Marc zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Alles in Ordnung? Frau Brügge, warum reden Sie denn nicht mit mir? Ist doch seltsam, dass Marc kein Handy dabei hatte. Ich meine, in dem Alter schleppen doch alle dauernd so ein Teil mit sich rum. Ist doch quasi sowas wie ein Lebensmittelpunkt für die. Steffen könnte das vernichtet haben, damit wir keine Kontaktdaten von Marihuana-Abnehmern finden. Ich würde jedenfalls gerne mal einen Blick auf Ludgers Handy werfen. Du wirfst keinen Blick auf Handys. Es gibt einen Datenschutz. Aber wir können Overbeck fragen, ob er was weiß. Wir haben gleich die Daten von Tobias' Laptop wiederhergestellt. Ludger hatte ja alles gelöscht, was drauf war. Gratuliere. Was ist denn mit Ludgers Handy? Bitte? Winsberg fragt, ob uns da was aufgefallen ist bei den Bildern. Oder bei den gespeicherten Clips. Nein. Wie weit sind wir denn mit der Datenanalyse, Overbeck? Das läuft. Können Sie da mal die zuletzt gespeicherten Clips ablaufen lassen? Herausfinden, wer das verschickt hat? Ist doch bestimmt durch die gesamte Jahrgangsstufe gegangen. Dann haben sich alle der Strafvereitlung schuldig gemacht. Fahren wir in die Schule, gucken, ob ich sich da klären kann. Und sprich mit der Lehrerin, dieser... Frau Brügge. Frau Brügge, genau. Und Sie nehmen sich noch mal diesen Ludger vor. Willst du mitkommen? Ich störe da doch nur. Jetzt seid ihr dran. Ja. Denken Sie dran, wir brauchen noch seine Aussage, damit wir die Anzeige gegen Steffen abschließen können. Tobias hat mir vor dem Autorennen gedroht, dass wenn ich Mina nicht in Ruhe lasse, dass er dann das Video nimmt von der Brügge und zur Polizei schickt. Bin ich denn halt da eingebrochen? Hab den Laptop geklaut, um den ganzen Film zu haben. Hat Tobias da mitgemacht? Nein. Marc hat ihm das Video geschickt. Wer hat alles bei dem Überfall auf Frau Brügge mitgemacht? Außer Marc. Kann doch nicht wahr sein. Sie können doch nicht einfach herkommen. Geht doch mal rüber, Björn. Und alle Handys konfiszieren. Oh, doch, können wir. Es geht um die Sicherung von Beweisen und um Strafvereitelung. Das sind doch alles wilde Spekulationen. Was wussten Sie eigentlich von der Auseinandersetzung zwischen Frau Brügge und Marc? Naja, dass es da ab und an gekriselt hat, das hat jeder gewusst. Seit wann hat es denn gekriselt? Seit einem halben Jahr etwa. Nach dem Selbstmord von Marcs Vater. Marc hatte einfach Angst, dass er so ein Loser wird wie sein Vater, der nichts auf die Reihe kriegt. Hat er das gesagt? Ja, war doch klar. Und deswegen hat er jeden auf die Fresse gehauen, der ihn provoziert hat. Wie dieser Frau Brügge? Hat die ihn auch provoziert? Nee, die war eigentlich in Ordnung. Nur bei den Noten hat sie halt nicht mit sich reden lassen. Und da hatte Marc Angst, dass er versagt in der Schule. Ich habe Andeutung gehört, dass es von dieser Auseinandersetzung ein mediales Dokument geben könnte. Warum sind Sie dem nicht nachgegangen? Entschuldigen Sie mal, uns sind die Hände gebunden. Schließlich haben unsere Schüler ein Recht auf ihre Privatsphäre. Wir können nicht einfach immer ihre Handys kontrollieren. Ich möchte jetzt gerne mit Frau Brügge sprechen.
Was wollen Sie? Tut mir leid, was Ihnen passiert ist. Deswegen sind Sie hergekommen. Frau Brücke hat gerade 2 Freistunden, aber ich gehe davon aus, dass sie gleich wieder hier sein wird. Sie wissen, wer Ihnen das angetan hat? Ich habe Marks Stimme erkannt. Seine Augen. Wem haben Sie von dem Film erzählt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es sein kann, dass Marks Tod etwas damit zu tun hat. Sie wollten mich demütigen, erniedrigen. Und Sie wollten es allen zeigen. Und Sie hatten keine Chance, sich zu wehren. Der Film wird immer irgendwo zu sehen sein. Auf einem Handy, im Internet. Also wem haben Sie davon erzählt? Warum hätte ich darüber reden sollen? Damit noch einer mehr davon weiß? So was klappt doch nicht. Ich hab's versucht, irgendwie. Wenn ich in die Schule kam, jedes Gesicht, jeder Blick sah so aus, als ob sie es wüssten. Ich habe mit niemand darüber gesprochen. Mir gewünscht, dass ich mir das alles nur einbilde. Und jetzt gehen Sie bitte. Hat Frau Brücke intensiveren Kontakt? Sie ist eher zurückhaltend. Der einzige ist Manfred Schulzendorf, mit dem ist sie seit 2 Jahren liiert. Ach, ist er da? Nein, der ist weg. Er hat mich noch gebeten, für ihn in der Klasse Vertretung zu machen, weil er einen Krankheitsfall in der Familie hat. Wo ist er? Bitte gehen Sie. Ist er hier? Schulzendorf? Lassen Sie mich in Ruhe! Herr Schulzendorf, das ist nicht so einfach. Sie können das eh nicht verhindern. Das will ich auch gar nicht. Das ist ganz allein Ihre Entscheidung. Ich habe nur das Gefühl, dass Sie Ihrer Freundin damit nicht helfen. Manfred, was hast du getan? Ich bereue es nicht. Das musste sein. Naja, es hat vielleicht auch einen anderen Weg gegeben. Ich habe gesehen, wie sie kaputt geht. Jeden Tag mehr. Und sie hat Schlaftabletten genommen, um sich umzubringen. Mark hat sie zerstört. Er wollte sie kaputt machen, wollte allen zeigen, dass sie sein Opfer ist. Und deshalb hat er alle diesen Film verschickt. Und jetzt ist er tot. Vielleicht hilft es ihr, weiterzuleben. Aber es hilft ihr bestimmt nicht, wenn sich hier das Gehirn aus dem Schädel pusten. Oder mir. So oder so, die Sauerei mach ich nicht weg. Eine polizeitaktische Meisterleistung. Wie war das? Was hattest du gesagt? Nee, lass mal, da störe ich doch nur. Jetzt seid ihr dran. Ja, ist auch so. Soll ich noch die Aussagen aufnehmen? Tschüss, Anna. Tschüss, Georg. Hilsberg, die Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, die vergessen wir mal, oder? Schließlich haben Sie ja einiges versucht, im Rahmen Ihrer beschränkten Möglichkeiten, dass diese Tat aufgeklärt wird. Danke. Ach, Overbeck, bevor ich es vergesse.
die Lehrer fragen an, ob sie nicht einen Vortrag über Rhetorik der Strafverfolgung halten wollen. Ein paar Schüler des Ethikleistungskurses überlegen ernsthaft, eine Karriere bei der Polizei anzustreben. Hallo, Lea. Ich wollte mich bei dir bedanken für deine Unterstützung. Da nicht für. War doch selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Ich wollte ja nicht aufdringlich sein, aber ich habe bei deinen Freunden was für dich abgegeben. Danke, Georg. Danke für alles. Vielleicht sieht man sich wieder mal. Wer weiß? So smart.